Wir sind immer nur eigentlich bei der Gruppenführung, aber gern, du. Gruppenführung, genau. Das ist Ja. also, vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Der Genau, das Faden, ist bitteschön. Ja, also, der wenn rote. du diese Authentizität hast, wenn du Ja. authentisch bist, das ist erstens die Grundlage für den Humor und zweitens aber auch die Grundlage, um so einen Abend oder vor einem Publikum hinzutreten, damit die einem zuhören. Das heißt, bin ich authentisch, hören die Leute mir ganz anders zu, als wenn ich versuche, jemanden zu imitieren oder albern zu sein. So, das heißt, mit Humor authentisch zu sein, kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich kann damit auch eine Gruppe führen und leiten. Zum Beispiel ist es bei mir auch so, die Leute, die im Publikum sind, lachen nie über mich. Also es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Mit dir vielleicht. Genau, Ja. sie lachen mit mir. Ja. Es lacht Haben wir keiner. jetzt die Pointe versaut, oder? Nein, nein, Ja? das ist richtig. Ja? Das ist der Unterschied, wenn man klassische Clowns im Zirkus anschaut, die ja Ja? heute, glaube ich, auch keiner mehr witzig findet. Also Gibt's immer seltener, ja. Ja. höchstens noch Kinder, aber so klassische Clowns, da lacht man über die Clowns, weil die irgendwie, da gibt es dann den Weißclown und den dummen August, und der dumme August, der macht halt Dinge, da lachen wir drüber, weil der so dumme Dinge tut. So, das ist diese Herangehensweise. Wir lachen darüber. Und damit erheben wir uns, indem wir darüber lachen, erheben wir uns über das dumme Verhalten dieses dummen August. Das heißt, wir sehen, ah, so dumm bin ich nicht. Ich bin schlauer und der macht so dumme Sachen. Und diese Diskrepanz löst den Humor aus, löst das Lachen aus. Das ist heutzutage, hat sich das sehr gewandelt. Das funktioniert oft nicht mehr so. Aber diese Art von Humor gibt es noch. So etwas würde ich nie propagieren, denn da verliert man automatisch die Souveränität und das Standing auf der Bühne, wenn die Leute anfangen, über einen zu lachen. Damit erhebt sich das Publikum über den Sprecher, der dann vorne ist. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Deswegen würde ich nie dazu raten, dass man sich als Sprecher kleiner macht oder vom Status her unters Publikum begibt, weil dann ist man ganz schnell dabei, die Führung zu verlieren. Das darf nicht passieren, wo wir dann, wie führt man durch den Abend? Das heißt, wenn man rauskommt auf eine Bühne, muss man die Souveränität, die Authentizität behalten, auf Augenhöhe mit den Leuten, die dort sind, zu interagieren, und dann kann man so einen Abend auch führen. Dafür braucht es dann auch neben der Authentizität, die Echt sein, Souveränität. sag echt sein. Genau, muss echt sein. Und man muss mit dem Bewusstsein auf die Bühne gehen, dass man weiß, was man hier tut und wie der Abend laufen wird. Und dafür ist es auch wichtig, bevor man rausgeht, dass man sich selbst, ich nenne es, einen Teppich ausrollt. Und sich selbst einen Teppich ausrollen, sinnbildlich gesprochen, heißt, Ja. dass man Wäre sich auch selbst. einmal innovativ, so auf die Bühne gehen mit einem langen Teppich und das einfach über die Leute drüber schmeißen. Könnte man auch mal ausprobieren, hätte vielleicht auch eine Art von Humor. Spannender wäre, wenn du dich draufsetzt und er hebt ab und du fliegst. Wenn du das hinkriegst, dann will ich auch wissen, wie das geht. Genau. Da bist du der beste geklickte TED-Talk dann wahrscheinlich. Ja? Genau. It's magic. Sich selber einen Teppich bereiten, da braucht es eine gewisse mentale Vorbereitung, dass man, bevor man rausgeht, sich in einen Zustand versetzt, ich nenne es immer so, wie ein Pilot, der ein Flugzeug fliegt. Also wenn man sich in ein Flugzeug setzt, als Passagier, man hört die Ansagen, die dann aus dem Cockpit kommen, die sind immer recht ähnlich. Ich nehme an, die werden geschult, ich weiß es nicht genau, aber es hört sich immer sehr ähnlich an, als würden die alle irgendwie, hätten die dann so ein Training gemacht. Aber das Wichtige ist, wenn ich als Passagier mich in ein Flugzeug setze, möchte ich einen Piloten hören, der mir das Gefühl gibt, dass er das Ding fliegen kann. Das ist So. immer auch in der Stimme und in der Tonalität drinnen. Meine Richtig, Damen genau. und Herren, Genau. herzlich Herzlich willkommen auf willkommen dem auf unserem Flug. Ja, Flug genau. nach Palma de Mallorca. Der Flug beträgt ungefähr 1,5 Stunden, keine Ahnung, und so weiter und so fort, so dass ich da sitze und Und entspannt dabei bin. immer hinten nach unten. Genau. Ein sicherer Flug von nach Mallorca.
Weil dieses nach oben gehen, das dann vielleicht die Assistentin macht, meine Damen und Herren, grüß Gott, wenn Sie was brauchen, kommen Sie zu uns. Das wäre so die Stewardess oder männlich oder weiblich Stimme vielleicht, ja. Genau. Und die Chefstimme ist dann die, Nach so oben. ist es. Genau. Because Genau, that's vollkommen what's. richtig. Und in diesen Zustand reinzukommen, macht durchaus Sinn, weil das überträgt sich. Das überträgt sich auf dein Publikum. Hast du da Was? Ritual davor irgendwie, weil du sagst mental sich? Oder hast Richtig, du ich da habe da. du hast wahrscheinlich mittlerweile schon einen Schalter, wo das dann einfach, oder? Ja, sag mal, es geht schneller vielleicht bei mir, als jetzt, wenn wir's im Seminar machen, so, Aber ne? angenommen, der Andreas hat jetzt eine tolle Rede davon oder seinen tollen Vortrag. Wie macht der das jetzt? Wie würdest du mich coachen? Ich würde dich erstmal fragen, weißt du von Anfang bis Ende, was du erzählen wirst? Das wäre die erste Frage. Also, dir muss, oder gibt es Teile, wo du selber unsicher bist, in dem, was du jetzt zunächst mal rein textlich auf die Bühne bringen wirst? Das wäre wichtig. Dann ist wichtig, weißt du, wie du am Schluss rausgehst? Das ist wichtig. Es braucht einen guten Abgang. Ne? Dann muss auch. Wie guter Wein. Genau, muss auch inszeniert sein, sage ich immer so. Ne? Man kann nicht einfach irgendwie die Bühne verlassen, sondern das muss man bewusst tun. Also ich bin ein großer Freund davon, die Dinge bewusst zu tun. Weil wenn man Dinge bewusst macht Achtsam. auf der Bühne und vorbereitet und übt und probt, dann ist man die ganze Zeit wie ein Pilot, der auch weiß, welche Knöpfe er wann wie zu drücken hat, in diesem Zustand von, ich weiß, was ich hier tue. Und da könnt ihr beruhigt sein und das überträgt sich auf dein Publikum und auch in dem, wie ich meinen Humor einsetze, weiß ich ganz genau, an welcher Stelle ich welche Pointe setze. Und dann gebe ich euch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Ihr dürft lachen und ich warte euren Applaus ab, spreche noch nicht drüber und dann geht es weiter. Das heißt, Also ich nichts kenne mit mich aus. Impro-Comedy oder irgend sowas. Ich mache auch Improvisationstheater, da kann man auch eine Menge von lernen. Das Improvisationstheater ist aber funktioniert nach noch viel strengeren Regeln. Genau. Das heißt, das ist zwar nicht vorbereitet, aber es gibt sehr, sehr klare Regeln, an die man sich, während man auf der Bühne ist, zu halten hat, damit das Improvisieren eben funktioniert und nicht irgendwas ist. Die Faszination beim Impro-Schauspiel ist ja, dass Zuschauer da sitzen, man guckt denen zu, was sie da spontan auf die Bühne bringen, Ja, ohne es geprobt zu haben. das ist ja das Tolle. Genau, und Also ich liebe das, ja. Ja. damit das aber was ist, was mich als Zuschauer interessiert, müssen die sich an bestimmte Regeln halten, die den Zuschauern nicht bewusst sind, den Impro-Spielern aber sehr wohl, weil sonst Was wären funktioniert es. die wichtigsten? Okay, jetzt sind wir beim Impro-Spielen. Die allerwichtigste Regel Nee, beim Impro-Spielen. das geht insofern schon dazu, weil das eine ist ja der eine Weg, dass du dir alles im Vorhinein planst. Das sind die alles schon fest haben, die am besten den Text schon halb auswendig können. Es gibt aber auch die anderen, Stichwort Werif Birkenbiel, die zwar schon gewusst hat, was sie macht, wie sie macht, aber am Ende war es dann trotzdem, sie ist der große Kreative gewesen. Ist vollkommen richtig. Das funktioniert aber dann erst auf, ich sag mal, höheren Stufen oder wenn du mehr Erfahrung hast. Ja, die hat hohe Stufe gehabt, ja, also das war meisterlich. Eben, genau. Dann funktioniert das. Also ich halte mir in meinem Programm auch absichtlich Blöcke frei, 10 Minuten, Viertelstundenblöcke, in denen ich frei improvisiere. Das hätte ich aber vor 20 Jahren nicht gemacht, Okay. weil dann hätte ich irgend dummes Zeug erzählt, wo alle da gesessen hätten. So. Das funktioniert dann, wenn man viel Erfahrung hat. Also die erste Grundregel beim Impro-Spiel mit anderen ist ja, das ist ja dann nochmal was anderes. Stehe ich alleine hier oder das Impro-Schauspiel mit anderen auf der Bühne, ist immer Ja zu sagen, innerlich. Das heißt, macht irgendeiner von den Schauspielern wir nennen das Angebot, macht er irgendetwas, dann nehme ich das an, dann ist das so. Also wenn der da steht und wir nennen dann immer installiert eine Szene, wenn er eine Bushaltestelle installiert. Das heißt, der steht da so, als würde der auf den Bus warten und unterstreicht das durch sein Verhalten. Dann ist das eine Bushaltestelle und dann dessen muss man sich dann blitzschnell bewusst werden, aha, der steht an einer Bushaltestelle. Und dann muss ich Ja sagen und gehe nicht als Impro-Schauspieler da rein und installiere eine andere Situation. Oder sage zum Beispiel, herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis Dr. Sowieso.
dann würde die Szene zerstört. Leuten, die das nicht sehen, sofort, was machen die anderen? Und das muss man teilweise mit 3 oder 4 Leuten gleichzeitig sehen. Und das ist jetzt ein einfaches Beispiel, da steht einer an der Bushaltestelle. Manchmal geht es auch nur um gewisse Gemütszustände. Man muss da sehr schnell, sehr tief rein spüren können, was macht der andere, in welchem Zustand befindet er sich, was spielt der da, worum geht es da. Und darauf muss ich mich sehr konkret einlassen, das muss ich akzeptieren und darf das in seinem Rahmen modellieren. Das heißt, dann darf ich da einen neuen Impuls geben. Der andere muss meinen neuen Impuls genauso schnell verstehen und auch wieder innerlich Ja sagen. Und dann darf er da wieder. Und dann ergibt sich so ein Spiel. Aber Impro lernt man auch nicht an 2, 3 Tagen, ein guter Impro-Schauspieler zu werden. Das ist ein Riesenhandwerk und da gibt es noch viel, viel, viel mehr Regeln, damit das eben gut funktioniert. Als jetzt, sage ich mal, wenn man allein auf einer Bühne steht, eine Rede hält, einen Vortrag hält und den mit Humor würzen möchte. Wo wir ja eigentlich sind. Das war nur so ein kleiner Side-Note, weil eben das schon eine gewisse Art von Faszination ausübt. Aber Impro ist absolut faszinierend. Also ich mache Impro jetzt auch seit 16 Jahren. Bin ich in der professionellen Impro-Gruppe, Impro 005 aus Münster und wir sind auch viel unterwegs und das ist natürlich, das ist ein, ich sage immer, das ist die beste Schule überhaupt. Also wenn Stell ich man mir da in so vor, einer ja. Impro-Gruppe drin ist, weil das ist immer eine Riesenherausforderung. Das ist jeder Abend komplett anders. Da gibt es auch bestimmte Dinge, die man vorbereiten kann, ohne Text und so, schon klar. Aber innerhalb dieser Improvisation gibt es eben diese ganzen Regeln, an die sich alle halten müssen, damit es gut funktioniert. Und wenn man sich da auch gut kennt, und diese Gruppe, die besteht jetzt seit über 20 Jahren, ich bin seit 16 Jahren dabei, wir sind auch befreundet, da kennt man die anderen dann auch gut. Und das ist für das Impro-Spielen sehr, sehr hilfreich, wenn man sich dann, das heißt, ich kenne, wo wir vorhin von den Persönlichkeiten gesprochen haben, die wichtig sind, um authentisch zu sein. Ich kenne deren Persönlichkeiten, die kennen meine Persönlichkeit und damit kann man dann auch wieder schön spielen, ne, interagieren so. Und ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wenn du jetzt noch vielleicht ein, zwei wichtige Punkte zur Gruppenführung sagen möchtest, bist du sehr eingeladen dazu. Genau, Gruppenführung, also authentisch sein, souverän sein, wissen, was man will, wie der Abend laufen kann. Und dann darf man ruhig am Anfang, finde ich, auch solche Dinge sagen wie ein Pilot, die sich jetzt beziehen auf den Abend oder auf den Vortrag, den man macht. Das heißt, es ist nicht verkehrt, sich kurz vorzustellen, Kontakt aufzunehmen. Meines Erachtens nach ist Blickkontakt, direkter Blickkontakt, ein fantastisches Instrument, um gleich zu anfangen, klarzumachen, ich bin nett, ich bin freundlich, ich beiße nicht, ich weiß, wo wir heute hinfliegen. Und nachher bringe ich euch auch sicher wieder auf die Landebahn und ich gehe erst dann von der Bühne, wenn ihr sicher gelandet seid, um jetzt mal bei dem Beispiel des Piloten zu bleiben. Und Blickkontakt ist etwas, was vielen meiner Erfahrung nach sehr schwer fällt. Die reden. Und Ja, vielleicht Blickkontakt. sieht man das Publikum ja gar nicht, weil man von vielen Scheinwerfern angestrahlt ist. Man sieht nur schwarz. Genau. Normalerweise sieht man, wenn man als Speaker, als Redner, als Schauspieler, als Kabarettist auf der Bühne ist, oft nur die erste Reihe. Ja. Dahinter ist es dunkel, die Scheinwerfer blenden. Genau. Genau. Und das ist aber nicht verkehrt, trotzdem oder gerade dann sehr genau auch mal in die Dunkelheit zu gucken. Und mit Blickkontakt meine ich nicht so etwas, den nicht den Blick schweifen lassen, sondern es gibt, also keine Ahnung, irgendjemand hat es wahrscheinlich mal psychologisch untersucht, ich weiß es nicht, ich sage immer so, bei mir ist vieles einfach nur aus der Praxis, aus dem, was ich über 20 Jahre mache, aus meiner Erfahrung raus und vieles ist jetzt theoretisch gar nicht so hintermauert, aber meine Erfahrung ist, mehr als 2 Sekunden schaffen eine Verbindung, die wichtig ist, um ein Publikum zu führen. An die Hand zu nehmen. Mit führen meine ich nicht, ich bringe euch irgendwo hin, wo ihr nicht hin wollt, an die Hand zu nehmen, durch den Abend zu geleiten. Und wenn ich es schaffe, innerhalb von diesem Abend, mein persönliches Ziel, das habe ich immer so im Hinterkopf, ich versuche allen Zuschauern, die da sind, allen im Laufe des Abends einmal mindestens länger als 2 Sekunden direkt in die Augen zu schauen. Ob mir das gelingt, ist egal, aber mit dieser Herangehensweise wandert mein Blick systematisch.
durch den Raum. Und ich versuche auch die Leute, die ich gar nicht sehe, da mal hinzuschauen und 21, 22, 23, der nächste, 21, während ich erzähle, 23, der nächste, 21, 22, 23. Und das ist toll, auch wenn ich die Leute vielleicht gar nicht sehe, irgendjemanden trifft mein Blick. Und auch wenn er nicht exakt bei dir landet, sondern weil wir jetzt in einem größeren Saal sind, sagen wir mal 200, 300 Leute, irgendwo da hinten schaue ich dann aber auch mal hin. Im Raum, in der Halle, das ist ja dann... Genau, aber was dann passiert... Mario Barth genannt haben, im Stadion. Genau, und der wird nicht alle Leute persönlich angucken. Aber wenn man selber den Anspruch hat, ich probiere das, dann guckt man anders und dann nimmt man anders Kontakt auf. Und man bleibt eben nicht nur, das sehe ich halt auch immer bei vielen Leuten, die das nicht bewusst machen, die haben eine Schokoladenseite. Die gucken immer da, und wenn das auch noch ein männlicher Redner ist und da sitzt eine schöne Frau in Reihe 2, die genau seinem Typ entspricht, dann guckt er interessanterweise, redet er die ganze Zeit irgendwann nur noch mit dieser einen Frau. Das mag für die Frau vielleicht nett sein, für ihn auch nett sein, aber da sitzen vielleicht noch 200 andere Leute im Publikum, die fühlen sich dann ein bisschen vernachlässigt. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man ein Publikum führen will, dann muss man sie alle mitnehmen. Man muss alle mit ins Boot nehmen und da macht es Sinn, auch alle einmal anzuschauen und länger als 2 Sekunden, weil dann hat man die Verbindung. Und das ist so zum Beispiel eine Übung, die ich auch immer mache in meinen Seminaren. Dann setzen wir ein paar Leute, die Gruppe sitzt da und dann darf einer mal nach vorne gucken und wir machen diese Übung länger als 2 Sekunden, den Leuten in die Augen schauen. Und das ist gar nicht einfach. Weil dieses normale in die Augen schauen, machen wir alltäglich. Der Frau bei Aldi an der Kasse bezahlen wir, die schauen wir auch kurz an, aber das ist nur eine halbe Sekunde. Aber wenn man jemanden länger als 2 Sekunden anschaut, dann passiert was, dann entsteht eine Verbindung, die über das alltägliche Guten Tag, hallo lieber Busfahrer hinausgeht. Und das ist entscheidend und wichtig, wenn man ein Auditorium ins Boot holen will, ein Auditorium durch den Abend führen will. Weil dann hat man diese Verbindung und dann bleiben die auch bei einem. Auch wenn man sie jetzt vielleicht die nächsten halbe Stunde dann nicht mehr anschaut. Aber wenn ich da hingeguckt habe und dann 2 Minuten Kontakt aufgenommen, dann bleiben die auch, meiner Erfahrung nach, viel, viel leichter bei einem. Auch wenn mal Ablenkungen geschehen vielleicht. Das ist jetzt, hoffe ich, konnte ich die Frage zum Führen ganz gut beantworten. Ich denke, ja, wenn wir nochmal sagen, es geht im Prinzip um, dass du die Leute versuchst, mit deinen Augen zu erreichen, dass du versuchst, jeden mit in die Gruppe mit einzubeziehen, dass du auf deine Tonalität achtest, einen gewissen Rahmen vorgibst, verbal und nonverbal. Genau. Und dass du dir vorher bewusst machst, dass du derjenige bist, der Captain ist. Genau. Das waren so die Punkte, die ich jetzt so zusammenfassend mitnehmen wollen würde. Ja, sehr gut, genau, das ist der Punkt, ja. Gut zusammengefasst. Dankeschön. Du hast mich wertgeschätzt, das ist auch schön.